Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Flucht 3 gemeinsam mit Paluten und noch einem viel schöneren Menschen. Zombie, da ist er! Moin! Kuckuck! War das der Minecraft-Gott? Moin! Kannst du mich hören? Minecraft-Gott! Ja, Minecraft-Gott kann leider nur ein Wort sagen. Ach so. Er ist nicht so sprachgewandt. Schade. Ja, schaut in die Beschreibung, da ist... Moin! Wunderschön. Paluten verlinkt, genauso wie Zombie. Guckt da gerne rein, guckt in die Beschreibung auch für die Playlist. Guck mal, mein Pferd. Oh, Pferdi! Ui! Oh. Ui! Ah, du kleiner Tierquäler. In der heutigen Folge werden wir unser ganzes Geld zusammen packen, um Zombie eine Hütte zu finanzieren. Ja, hä? Endlich ein Haus. Ich sammle was für dich. Oh, ich will hier unten wohnen. Wo denn? Warte, ich will's sehen. Hier unten. Ach so. Hast du ein Glas für mich? Das ist eigentlich für die Schildkröten. Jetzt hast du zwei. Warte, ich repariere. Oh Gott, ey. Normalerweise, vor allem die Schalker, die kann man nicht mal öffnen. Normalerweise mache ich sowas immer und dann steht in den Kommentaren, Palut macht lieber alles kaputt. Ja, tut mir leid, ich kann mich manchmal nicht kontrollieren. Komm mal her. Man halt manchmal. Hast du meine Kiste? Nee, oder? Warum läufst du? Nee, hab ich nicht. Palut, du hast meine Kiste. Ich hol dir mal Holz. Warte, wir stecken da eine Katze rein. Das ist aber hier. Ich meine, davon, haben wir, Welt hat sich davon haben wir eh genug. Ja, deshalb sage ich ja. Komm mit, Mietz. Komm. So, ich mach da mal was Sinnvolles für euch. Hallo, ihr müsst euer Lied singen, weil die Welt sich erweitert hat. Nein, das ist... Die Welt hat sich erweitert. Die Katze ist zu schlau, Tom. Warte. Schub sie in den Tod. Ja, nein, sie ist ja nur hier in ihrem neuen Haus. Ich hab hier Krieg. Hilfe. Hast du meine Schalker-Kiste verloten? Die hat er, ja. Ja. Nein. doch, hab ich. Ja. Ah, nee, warte, das ist, glaube ich, meine. War das nicht von Anfang an deine? Das ist deine, ja. Ah, ja, okay. Dann ist das, okay. Achso, der Inhalt bleibt gespeichert, ist ja cool. Ja, genau, ist halt echt ein zweites Inventar, richtig sick. Stimmt, und man sieht auch alles, was da drin ist. Ja, nicht nur ein zweites Mal, nur wenn du 10 davon hast, hast du 10 weitere Inventare. Ja, richtig krass. Oh. Ich habe davon auch ganz viele umgebracht und kann die dann nehmen. Kann man die nicht umfärben? Ja, kann man. Ja. Oh. Das ist echt cool, ne? Ich überlege, ob ich kurz einmal losgehe. Ja, geh mal auf Toilette, komm. Nein, ich würde gerne einen Esel suchen. Weil, Zombie, ich hatte mal einen Esel. Oh. Der nannte sich Ebbo. Hallo, Kripper. Oh, guck mal, hier ist auch... Zombie, hier, das passt doch perfekt für dich. Warte. Oh. Skelett. Ah, du hast direkt einen Sattel dabei. Ja. Ach, hey. Hier ist auch ein Namensschild. Ist das schon gezählt? Okay. Ja, cool. Schon. Das war ein Schall. Also dann kannst du dem Namen geben. Ja, jetzt erstmal hier zur Schlucht fallen. Ui, habt ihr einen Amboss? Ja, bei der Workbench, beim Höhlenportal. Ach so, natürlich. Okay, dann geh ich kurz mal hin. Ja, das Höhlenportal hast du doch schon gesehen, oder? Ja, du bist doch richtig. Ich bin verwirrt. Ich dachte, Zombie guckt jede Folge von Flucht. Macht er auch. Der kannte ja auch den Song. Stimmt. Aber den kennt jeder. Ich hab kein Level. Ja, ich schenk dir was hier. Nimm das einmal und ich schenk dir auch ein Level. Komm mal mit. Ja, gib Level. Ja, komm mit. Ja. Komm. Ja. Ich hab mein Pferd da was stehen lassen. Ich hoff, das läuft nicht weg. Nee. Einmal hier den Hebel drücken und dann. Warte, geht das jetzt? Ja, hol die Kartoffel raus. Hast du ein Level? Nee. Ah, perfekt. Na gut, zu wenig Holz dran. Schade. Warte, ich kann doch noch eine zweite Kartoffel nehmen. Okay, warte, dann. Nee, immer noch nicht. Warte, dritte Kartoffel. Bei der dritten Kartoffel wird's was. Bei der dritten Kartoffel wird was. Ja. Ja, Level 1. Och, geil. Oh, insane Farm. Wie viele Stunden steht man da? Nimm das. 10. Nein, das summiert sich. Also kannst du auch 100 Level mit einem Klick bekommen. Oh. Ich geb dir eine Leine. Ist in dir. Und du hast auch Holz, ne, für deine Hütte. So, wo ist mein Pferd? Das ist tot. Wo ist denn dein Pferd? Was für ein Pferd? Hä? Hallo? Vielleicht hier drin? Hier ist das andere. Hä? Hallo? Hat es Palette geklaut? Wahrscheinlich ist er leise. Der ist auch so still. Ja, der lacht wahrscheinlich schon seit 5 Minuten gemutet.
Ja, läuft. Ah. Ah, dafür wirst du dich über den Namen freuen. Oh, Baluten. Baluten. Oh, ach, Baluten. Ui. Warum möchte ich da mit meinem Schwert reinschlagen? Hallo? Lass Baluten in Ruhe. Naja, ja, Mann, lass Baluten in Ruhe. Ja, gib mal Holz her, Manu. Ich hab dir schon fast ein Stack gefarmt. Wo willst du wohnen, Tommy? Es ist schon in dir. Ja, weil ich muss mal gerade gucken. Ne? Du bist ja ein gutes Grundstück. Ja, aber pass auf, du bist doch auch schon sehr Zombie-affin, ne, Zombie? beim Friedhof? Genau, oh, genau. Ja. Hier wäre perfekt. Guck mal. Also außerhalb der Stadt. Nein, die Mauern, das passe ich dann an. Achso, okay. Innerhalb der Stadt ist kein Platz. Klar. Ich sehe schon, mein Kraftloch 4 ist mein Haus auf einmal nicht mehr mit dabei. Ja. Wie sagt man jemandem, dass er maximal unerwünscht ist? Ja, das war sie an. Bau dein Haus außerhalb des Dorfes. Ich weiß, was du meinst. Endlich ein eigenes Haus. Ja. Vor allem ist ja nicht so, als hätte ich im Dorf gar keinen Platz. Nein. Das, wirklich, das wäre schöner. Und ich wollte den Friedhof eh noch minimal erweitern. Das passt perfekt zu ihm. Ja, ich meine, man muss sagen, also unser Dorf wurde schon bestimmt seit 40, 50 Folgen nicht mehr erweitert. Unser Dorf wurde noch gar nicht erweitert in dem Projekt. Erst seit, also zuletzt doch in Minecraft Flucht 1. Wir haben noch nichts gebaut. Das sind doch 40, 50 Folgen. Ja, aber warum sagst du nicht 2 Jahre? Klingt doch viel krasser. Naja. Weißt du? Drück schon mal mein Feuerzeug. Ein paar Steine wären schon, ja. Oh Gott, ey. Und ein bisschen Werkzeug wäre auch cool. Wie, was? Ah, ja, was du hast doch Werkzeug. Ich hab eine Lia-Spitzhacke und mehr nicht. Ja, und? Ja, Axt, Schaufel. Ja, hier ist eine Axt. Oh. Ich hab eine Schaufel auch für dich, eine Dia-Schaufel. Ah, ja. Da ist es. Okay, ja, ich bring's dir. Ich hab eben noch Steine geholt. Wait a second. Bringe ihnen die Schaufel. Kann ich dir irgendwie helfen? Muss ich was abbauen? Dirt. Bring ich dir. Hab ich aber auch keine Schaufel. Hab ich alles für dich. Ich mir das schon dachte. Oh, Katze. Hier. Einmal das. Ja, komm her, Mietz. Wo ist eigentlich mein Pferd? Hier oben. Ist schon tot. Was soll ich dir noch geben? Achso, hier. Die beiden Sachen noch. Sollen wir? Noch mehr abbauen? Ja. Okay. Ja, baue ruhig ab. Baue alles ab. Ja, es wäre schon passend, wenn wir das hier alles so wegmachen würden. Helfe mal. Bis dahin. Ach, hier ist auch eine Mietz drin. Hier ist noch eine Mietz. Oh Gott, wie lange ist die denn da schon eingesperrt? Hier sind zwei Katzen. Oh Mann, arme Mietz. Die Katzen. Oh, ihr macht schon eine Berechnung im Kopf. Ja, 7x7 Blöcke. Oh, was willst du denn für Blöcke haben? Ich farm für dich. Ich hab alles. Echt jetzt? Warum regnet das hier schon wieder? Ganz sicher. Oh Gott. Oh nein. Was habt ihr hier eigentlich immer für ein Kackwetter? Ich verstehe das auch nicht. Überall Katzen, überall Todespferde. Wir sind so richtig cursed. Das ist auch nicht normal. Fast so, als hättet ihr ein gesamtes Dorf irgendwie bei einem Ritual umgebracht. Ja, das war der Minecraft-Gott. Das war der Minecraft-Gott, Tom. Also klar, wir haben auch 200 bestimmt. Ich meine das bei dem Ender drin. Ja, wollte ich gerade sagen. So. Wir haben irgendwie 200 da getötet, aber... Das war geil. Das weiß ja keiner. Ich weiß es. Obwohl doch, ich hab's letztens nochmal eingeblendet. Stimmt. Ja. Und der Minecraft-Gott weiß es auch. Moin. Oh, das war die Bestätigung. Und das Gute ist, dass wir auch sämtliche Dörfer, die wir gefunden haben, restlos niedergemäht haben. Ja, aber das war ja gut. Ja. Weil das waren Dörfer von dem Bösewicht. Ja. Es gibt einen Bösewicht? Ihr Schmiddy hat mal Edgar entführt. Ja. Und Joe doch auch, oder nicht? Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ja, der hat irgendwie Klumpy, Joe und Francine. Irgendwas war da mit Francine. Ja. Wir können das hier mal so ein bisschen unterbauen. Das ist echt hässlich. Ist das viereckig oder hab ich... Das ist nicht viereckig. Nee. Ist es nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ah, okay, warte, ich helf dir. Ein weiter, ja. Ich helf dir. Ja, genau. Sonst kann ich da ja nicht drin wohnen. Stimmt. Nee, das geht nicht. Du hast ja auch einen gewissen Standard, ne? Ja, eben. So, dann machen wir dazu. Mach hier die Erde weg, damit das schön aussieht. Sehr schön. Okay. Ui. Ganz toll. Ui. 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 So, Ui, hab ich schön platziert. Das hast du echt toll gemacht. So, ich hab hier geterraformt. Ja, richtig toll.
Die Ecke hier gefällt mir besonders. Ich schon einmal. Dafür kann ich nichts. Ja, aber hier, Menge hier, muss Mann, doch hier, die Ecke. Ja eh das noch weiter ja. Hier hinbauen. Manu. Ich kenn meinen Namen. Ich hol kurz Balut. Die Ecke ist schön. Ach so. Ja. Stimmt, ja, die ist echt ruhig. Damit ich nicht hier irgendwie festbinden? Könnte man machen, ja. Fertig. Ach so, nein, hier könntest du es, glaube ich. Ja, hier hinten nur Obst. Nee. Du willst das direkt hier dran haben, ne? Ja, ach so, du meinst auch, dass Zombie praktisch eine Stelle für sein Pferd hat? Nee, da. Oh mein Gott, nein! Was denn? Oh Gott! Was denn? Zombie, dreh dich mal um, was er macht. Was denn? Kann es da bouncen? Warte mal. Nein! Was? Nee. Da läuft es nicht weg. Perfekt. Das war was zur Hölle? Wir dürfen das. Ach, wegen der Leine. Wegen der Leine. Ja. Sobald wir die Leine entfernen, ist Baluten Geschichte. Jetzt weiß ich auch, wie Baluten gestorben ist. Das ist wahrscheinlich die Pre-Story. Gläser willst du bestimmt haben, ne? Oh, Gläser, ja. Ja, was möchten Sie für Glas haben? Die aus Glas. Ah. Ja, das richtige Glas oder so ein halbes? Das aus Glas. Okay, richtig gut. Das ist ein sehr schönes Haus, Sir. Danke. Haben wir irgendwo einen Händler, der das handelt? Ich lade bald ein Tutorial dazu hoch. Ja. Dein Glas brennt. Ich brauche mehr Stein, Manu. Bring. Okay, mein Meister. Ja. Oh, Senpai, ich bring es dir. Ich hab's schon in meiner Hand. Und Steine brauche ich auch mehr. Ja, warte, ich hol Steine. Du hast doch Stein gesagt. Mehr Stein. Brauch Steine und Steine brauche ich auch mehr. Das Baluten ist richtig fleißig. Der hilft hier mit und Manu ist aber schon wieder weg. Ja, so, genau, aber vorsichtig, okay, nicht in das eine Loch fallen. Alles dann bist klar. Du tot. Wo war das? Ach so, das war doppelt, ne? Okay. Ich muss gerade auf dein Glas warten. Okay. Du darfst unter keinen Umständen in das Loch fallen, denn du stirbst das an Fallschaden. Ja, das ist ein Loch. Ich habe mich einfach straight up runtergebaut. Okay. Und da ist Lava. Oh. Ich sterbe nicht an Fallschaden, sondern ich verbrenne. Ja. Okay, ich passe auf. Ah, guck, oh, ich bin jetzt hier sogar beim... Zombie, ich hab's für dich. Ey, ich hab's. Oh, da ist noch mehr Lava. Hier, Zombie. Da. Oh, dankeschön. Ich glaube, ich schieb ein bisschen um. Ich mach hier so die Tür hier so und dann ist da so Fenster. Ja, mach das. Sehr toll. Soll ich dir auch noch eine Tür machen? Oh, bring mir eine gute Tür aus gutem Holz. Oh, aus feinstem Holz, ja. Aus dem guten Material. Dieses Holz, was brennen kann, Meister. Was brennen kann, ja. Eine Fackel wäre vielleicht auch. Ja, nicht. Eine Fackel zum Brennen. Okay. Palette, nur andere Dörfer anfackeln. Ja, natürlich. Mann, der ist verrückt. Nein, bin ich nicht. Ich habe mich seit der einen Folge wieder beruhigt, wo wir beide Psychopathen waren. Ah, ich habe hier auch noch Stein für aber er nicht. Hier. Ja, wo. Bitte sehr. 61 Stein, dankeschön. Ja, so bin ich. So ist er, ne? So ist er. Ja. So, ich mach dir jetzt eine Türzombe. Oh, ist aber sehr, sehr schön hier drin. Eine Türzombe. Boah. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt ist das sogar ein Weg. Oh, das sieht voll cool aus. Schere. Wirklich geil. Und Schere. Wow. Ah, ja, bring ich hier. Ich hab. Einmal das und einmal hier eine Workbench. Komm, du, geht auch mit Metall. Ja, eben. Oh, ich brauch Blätter. Ja, hol dir Blätter, Zombie. Hol dir die Blätter, die brennen so gut. Ja. Ui. Das mach ich direkt weg hier. Ui. Habt ihr Bone-Meal? Ganz viel, ja. Knochenmehl. Hier, nimm. Na ja. Da, alles, was ihr habt. Danke für die Übersetzung, Zombie. Ich fand das sehr hilfreich. Muss ja sicher gehen. Ja, finde ich gut. Brauchst du eine Fackel? Er braucht auch noch ein Schild. Ja, weil sonst weiß ja niemand, dass er da wohnt. Ein Schild, ja. Mann, was soll ich denn noch alles craften? Zombie, ey. Mach mal die Workbench bitte hin. Die steht doch in meinem Haus. Dann mach ich dir ein Schild. Achso. Was weiß ich doch nicht, Junge. Da war ich noch nie drin. Ich hab ein Zelt. Ja. Ey. Hilfe. Oh. Schildi. Gesundheit. Danke. Warte, ich muss kurz googeln.
Stern auf Schild in Minecraft. Wie mache ich? Wart auf. Man kann da Sterne irgendwie drauf machen. Ist das so ein VIP-Stern dann? Oh, habt ihr so leuchtende Tintensäcke? Ja, oh, ich habe schon einige davon umgebracht. Ja, bring mir ein. Oh. Und dann noch und lila Farbe. Willst du noch ein paar Wünsche? Also, meine Folge besteht bisher daraus, Holz zu holen, Glas zu machen. Ja, ist doch gut. Sei doch glücklich, dass Zombie da ist. Nee, bin ich jetzt nicht mehr. Oh. Ich bin froh, dass du da bist, Zombie. Ah, ich habe Leuchtinten. Okay, lila Farbe. Das sind ja wahrscheinlich die Pflanzen, ne? Ah, du hast schon ein Schild. Ich habe Schild, Zombie, ja. Zombie ist voll dabei. Oh, ich habe ihm das Schild gemacht. Was willst du denn jetzt? Ach so, hier, ich hätte auch noch ein Schild. Okay, ich bring dir erstmal den Leuchtkram. Ja. Kennst du das, Manu? Schau dir an. Ich kenne das. Da kenn ich das. Dann lass mich mal ganz kurz rezitieren. Alter. Oh. Ist voll dabei. Boah, ist das schön. Ja, vielen Dank. Sieht nicht schlecht aus. Ist ein schönes Haus. Ah, warte. Ich guck mal kurz nach für dich. Meine Frage, regnet es hier gerade und donnert es hier die ganze Folge? Die gesamte immer. Folge? Ja, klar. Halt ach, so einfach. Ach, lol, das macht ja Sinn. ja, wir haben alles für eine tolle lila Farbe. Ja. Ich mach's dir. Und dann besorge ich dir die Farbe. Ui. Ui. Nee, ich hab Zombie hier. Das sieht einfach sehr gemütlich aus. Das sieht viel schöner aus. Ich möchte eigentlich lieber in Zombies hauen. Ja, dann mach das. Dann lebt da Zombie und Ballette. Guck mal, kannst du, geh da drunter? Geh da hin? Was? Zu der Platte? Hier? Ja. Oh. Ich schwimme. Jetzt kannst du, guck mal, jetzt kannst du zu mir hinschwimmen. Komm her. Oh mein Gott, wie romantisch ist das denn hier? Ui, warte, wie geht das? Einfach drunter und dann zukloppen. Guck mal, ihr könnt sogar aus meinem Haus rauskrabbeln. Oh. Ab in die Höhle mit euch. Ah, ja, sehr cool. Junge, wir kommen mal zur Hilfe. Warte. Komm hier rein. Hast du einen Öf? Ah, ne, brauchen wir gar nicht. Ein Zauberer zu sein. Ja. Oh, da ist es. Sommer hier, nimm. Violette Farbstoff. Da ist es. Ja, super. Ja. Auf zum Schild. Ja. Geht das noch? Da. Oh. Ja. Alter, du hast gerade den perfekten Übergang gemacht, indem du an mir vorbeigelaufen bist. Ist das schön. Ist voll dabei. Ja, ui. Ach man, ist das schön jetzt hier, ne? Ja. Da fehlen aber ein paar Fockel noch. Sonst ist hier böse alles. Aber gut, Leute. Ich würde auch sagen, das war's mit dieser tollen Folge. Zombie wohnt jetzt hier. Bewertet sehr gerne das Video. Schaut auch in die Beschreibung, da sind beide verlinkt, genauso wie die Playlist zu den anderen Folgen. Soll ich mich noch auf mein Pferd setzen? Ja, mach das. Komm ich da irgendwie weg? Ja, klar. Oh, guck mal hier. Eigentlich nicht, ne? Guck mal. Ich, was denn? Guck mal hier. Guck mal. Ach so, schon mal. In Vorbereitung auf das war dann inne hier. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Nein. Tschüss. Bis dann. Niemals.